Herzlich willkommen zum Frankfurter Büromarktbericht zum ersten Halbjahr von Cushman & Wakefield. Dieses Mal aus unseren neuen Büros direkt am Rathenauplatz in der Frankfurter Innenstadt. Der Frankfurter Büroflächemarkt geht mit einem Flächenumsatz von 154.000 Quadratmeter in die zweite Jahreshälfte. Damit blieb das diesjährige Halbjahresergebnis knapp 20% unter dem des Vorjahres und 19% unter dem 10-Jahres-Durchschnitt. Während im ersten Quartal 2014 die Anmietung der Deutschen Bank mit über 30.000 Quadratmeter vermeldet werden konnte, fehlten im zweiten Quartal Vertragsabschlüsse jenseits der 5.000 Quadratmeter gänzlich. Der Flächenumsatz im ersten und zweiten Quartal blieb rückläufig. Positiv hervorzuheben ist, dass der Markt sich im größten Segment zwischen 1.000 und 3.000 Quadratmeter sehr aktiv zeigt. So wurden im vergangenen Quartal 16 Mietverträge über insgesamt 24.000 Quadratmeter geschlossen. Damit hat sich die Anzahl wie auch das Anmietungsvolumen in dieser Größenklasse gegenüber dem ersten Quartal verdoppelt. Für das zweite Halbjahr rechnen wir mit einer weiteren Marktbelebung. Viele auch großvolumige Flächengesuche sind derzeit im Markt unterwegs und mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir in den kommenden 6 Monaten umfangreiche Neuvertragsabschlüsse sehen. Diese Gesuche erstrecken sich auf fast alle Lagen des Frankfurter Marktes. Aber wie sieht es aus Sicht des Researchers mit den Flächen aus? Inga Schwarz. Das Leerstandsvolumen ist im Frankfurter Marktgebiet erneut gesunken. Bei einem Büroflächenbestand von 12,13 Millionen Quadratmeter stehen Ende Juni rund 1,42 Millionen Quadratmeter kurzfristig zur Anmietung zur Verfügung. Das entspricht einer Leerstandsrate von 11,7%. Es ist der niedrigste Wert der vergangenen 11 Jahre. Zuletzt hat sich das Flächenangebot auf diesem Niveau in der zweiten Jahreshälfte 2003 bewegt. Auch im zweiten Quartal sind Investoren und Entwickler das Thema Sockelleerstand aktiv angegangen. Während im ersten Quartal 94.000 Quadratmeter leerstehende Büroflächen vom Markt genommen wurden, waren es jüngst 74.300 Quadratmeter, von denen ein Großteil in eine Wohn-, Hotel- oder auch Pflegenutzung umgewandelt werden soll. In den vergangenen 5,5 Jahren wurden gut 800.000 Quadratmeter Büroflächen für Abriss, Umnutzung oder umfassende Renovierung vom Markt genommen. Damit sind die Frankfurter Player vielen Akteuren in den anderen deutschen Bürohochburgen weit voraus, was den aktiven und auch kreativen Umgang mit langfristig leerstehenden Flächen angeht. Danke, Inga. Dann blicken wir abschließend noch auf die Preisentwicklung. Die Spitzenmiete wird im Juni 2014 weiterhin bei 37 Euro pro Quadratmeter registriert. Für die zweite Jahreshälfte zeichnet sich eine Seitwärtsbewegung der Spitzenmiete ab. So viel von Cushman & Wakefields Büromarktbericht zur Halbzeit 2014. Danke für Ihr Interesse. Für eventuelle Fragen kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu. Bis dahin, machen Sie es gut.